Willkommen zurück in Desi Epoch Shadows und der Milo auch mit dabei wieder. Guten Tag. Ja, und ja, ist ja der erste Part jetzt wieder mal auf einem neuen Server. Uns ist es schon leid, laufend jetzt zu erklären, warum wir jetzt wieder den Server gewechselt haben. Aber ich erkläre es. Auf dem anderen Server war es einfach so. Wir fahren jetzt zu einer Mission schon mal und ich erzähle es euch dann. Also, der Surfer war so ganz okay alles. Habt ihr auch in den Aufnahmen gesehen und so, ne? Und ihr habt wahrscheinlich auch in den Aufnahmen mitgekriegt, dass wir von den Admin und von den anderen so ziemlich immer belästigt wurden. Die uns laufend helfen wollten, ne? Das ist ja auch, wir haben eine Mission, ich weiß nicht, ob wir das jetzt aufgenommen hatten. Ja doch, ich schon, aber Milo weiß ich jetzt nicht. Wo der Admin dich geheilt hat, Milo, einfach? Nein. Hat er nicht aufgenommen? Okay, na jedenfalls habt ihr ja gesehen, wie wir die Mission gemacht haben und Milo wurde getroffen, war nicht tot, hat sich nur Bein gebrochen und kurz bewusstlos und hat geblutet und da hat der Admin sich hin teleportiert und hat ihn sofort wieder komplett geheilt und hat ihm weiterhin viel Spaß gewünscht. Ja, so, toll. Dann haben wir später, dann hat so ein anderer Kunde ihm geschrieben, ob er Milo helfen soll, hat Milo nicht drauf geantwortet, dann war er auch, stand er auf einmal hinter Milo, der Kunde. Dann haben wir, war ja der Reset-Start und dann haben wir nach dem Reset oder vor dem Reset noch kurz, aber nach dem Reset auch, glaube ich, haben wir dann nochmal geschrieben, dass wir es nicht wünschen, wenn wir eine Mission machen, dass uns geholfen wird. Ne? Keinerlei, auch nicht vom Admin. So sieht's aus. Daraufhin haben sie natürlich blöde diskutiert. Der eine, ja, ich war ja 2 Kilometer weit weg und ne, und na, das wollten wir eigentlich gar nicht wissen. Wir wollten eigentlich nur sagen, dass uns nicht geholfen werden soll. Ja, und die haben darum geeiert eben, ne? Und das hatte zur Nachwirkung, dass wir keine einzige Mission mehr machen konnten, weil die anderen immer ganz schnell die Mission markiert hatten, sodass wir sie nicht machen konnten. Das war sozusagen die Rache, ne? Ja. Und das hat ja keinen Sinn jetzt die ganze Zeit, ja, was soll das und so, und ja, was denn, wir markieren nur, könnt ihr auch, wenn ihr nicht schnell genug seid, ne, ja, darauf hatten wir jetzt keinen Bock, auf diesen Wettstreit, und außerdem gab es dann noch eine Sache, dass eine Mi 600.000 Coins kostete, das sind ja umgerechnet 6 Koffer, also 6 Briefcases, das ist viel zu überteuert, ne. Und das war auch noch ein Grund. Ja, und dann gab's noch kleine Gründe. Das mit dem EMP oder so, das haben wir nicht ganz verstanden. Und wo wir da mit dem Heli. Das war nicht das Schlimmste eigentlich. Das war jetzt aber nicht das Schlimmste, genau. Aber verstanden haben wir es trotzdem nicht. Ne? Ist ja auch egal. Außerdem haben uns die ganzen Türme, die da überall standen, auch gestört ein bisschen. So, jetzt haben wir uns einen Server gesucht. Hier stand echt jemand zu. Der. Ähnliche Plotpoststäbe. das ist ja hier. Ja, ne, schön. Ich weiß okay. Nicht, ob da hier wirklich jemand baut oder nicht, aber. Wo war ich gerade stehen geblieben? Irgendwas. Neuen Surfer, der seht ihr schon oben rechts, kraftvolles Surferarsenal heißt der. ksa-clan.de. Könnt ihr gerne hier raufkommen. Der liebe Aceflash hat es schon hergefunden, ohne dass ich ihnen den mitgeteilt habe oder so. Ja, und 2 andere sind hier auch noch drauf, wie ihr gerade gesehen habt. Und wir erwarten euch natürlich auch hier drauf und hoffen jetzt, dass dieser Surfer jetzt, ich will es nicht so laut sagen, ne? Aber wir hoffen einfach mal, dass das jetzt hier der Surfer ist, wo wir dann endgültig bauen können und alles. Und wir haben hier natürlich schon mal ein bisschen vorgespielt, gestern ein paar Stunden, ne, ohne Aufnahme, bis wir hier wieder so ein LKW hatten und ein bisschen Equipment und alles, haben ein paar Missionen gemacht und so, haben uns die Verkäufer angeguckt und. Das hat alles hingehauen, hat alles gestimmt und eine Mi kostet, glaube ich, hier. Zwei Briefcases, aber das ist noch in Ordnung, ne? Ne, lieber, also 2 ist okay, aber hier 6, ne, das ist zu viel. Dann hoffen wir mal, dass wir hier jetzt mal endlich angekommen sind oder ankommen werden. Und ja. Ja, wie ihr seht, hier findet man auch hin und wieder mal, hier ist jetzt auch derselbe LKW, ne? Steht hier einfach mal. Wir lassen ihn mal stehen jetzt. Nicht, weil wir schon reich sind, sondern weil wir jetzt zu einer Mission wollen und keine Zeit haben für den LKW.
Wir müssen uns auch irgendwann mal auf Kompromisse einlassen bei Servern, weil echt Server finden ist so übel. Ja, Server finden, also, finden echt, ist echt also. Übel, weil wir haben gesucht. Wir haben gestern wieder mindestens, bevor wir hier auf den gespielt haben, haben wir wieder 2 Stunden vorher gesucht. Und da war wieder das nicht und das war scheiße. Man macht das ja schon Kompromisse und sagt, ja gut, das ist Coins, ist okay und ne, so kleine Dinger. Aber wenn dann das wieder nicht hinhaut, was so wirklich eins der wichtigsten Dinge ist, dann ist blöd. Und natürlich ganz wichtig sind natürlich die Mitspieler. Und wenn die natürlich einen nur nerven und immer ins Geschehen eingreifen, das hat dann keinen Sinn. Das macht dann keinen Spaß. Ja, das ist übrigens jetzt hier, ein... bleib mal hier bei der Tankstelle oder hier hinter die 3 Bäume stehen. Na, oder hinter der Tankstelle kannst du fahren. Dann rennen wir da, dann rennen wir nämlich da den Berg hoch. Steht schon ein Auto. Wo steht ein Auto? Genau bei der Tankstelle. Ah. Kann sein, dass da schon jemand die Mission mitmacht? Warte mal, ich kann ja mal gucken, ist der abgeschlossen? Ja, der ist abgeschlossen. Es könnte sein, ist aber egal, ist ja PvP. So, ich denke mal, der hatte hier den gleichen Plan, dass der jetzt hier hochgerannt ist, der Typ. Dann lass uns mal gucken. Und dann lass uns mal ein bisschen weiter ausscheren. Auf jeden Fall Audio jetzt mal hochstellen. Oh ja, ja. Und dann lass uns mal ein bisschen weiter ausscheren. Vielleicht liegt der da irgendwo, dass wir den dann gleich wegsnacken können. Das ist eben das Schöne an... Das ist eben das Schöne an PvP-Surfer. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall erstmal die Mitte des... Und der wunderbare Mission. Ja, habe ich schon. 600 Meter von hier. So, ich könnte mir vorstellen, dass der hier irgendwo sich hingelegt hat. Also wir hören noch keine Schüsse. Nee, also, nee. Er wartet wahrscheinlich, bis jemand anfängt, ne? Das ist dann wieder so einer, der eben campt so lange, bis er sieht, dass andere Leute die Mission machen. Und dann, ja. Ich gehe mal hier kurz ein Stück hoch. Bleib aber so ein bisschen Abstand hinter mir. Weil wenn du siehst, dass ich weggesnackt werde, dann kann ich dir vielleicht noch schnell sagen. Naja, ich bin schon ein gutes Stück weiter vorgelaufen. Wo der ist. Ja gut, jetzt geht die Mission, macht jetzt hier eine Biege. Guck mal da vorne bei dir. Ich müsste ja hier auch noch weiter vorrennen. Also hier setzt keiner. Ja, vielleicht ist das ein ganz raffinierter, der hier irgendwo in so einem wuschigen Baum drin hängt. Also von deiner Seite aus kann man den auch gar nicht sehen. Wieso? Ist hier unten jetzt ein Hügel vor und... Ja, ich weiß, aber... so, das ist genauso jetzt, wie ich damals gemacht habe. Die eine Mission auf den, die war ja auch so ähnlich, das war dann auch hier so. Alter Vater, ich sehe ja wegen dem scheiß Nebel gar nichts. Ich auch nicht, warte mal, ich will mal was ausprobieren. Haben wir ein Fernglas dabei? Wir haben nicht mal ein Fernglas. Mist. Warte, gucken wir mal, habe ich ein Fernglas? Ich habe ein Fernglas. Versuch mal rechts anzuklicken. Kann ich, ja. Und? Bis 2000. Und wenn du es machst, ist der Nebel dann da vorne weg? Aber Siggi. Scheiße, ich habe kein Fernglas. Und die Frames sind besser als vorher. Ich glaube, aber das Fernglas musst du ausgerüstet lassen, ne, damit es erhalten bleibt. Da sind gar nicht so viele. Wieso habe ich da noch kein Fernglas? Kannst du den Optionen das nicht einstellen? Du meinst Sichtweite? Ja, genau. Dass du das selber einstellst auf 2000. Okay. Mal ein bisschen noch die Gegend an, ob hier doch noch irgendwo einer ist. Ach, hier oben ist ja die Sichtweite. So, wie sieht's aus? Machen wir mal hier. Ja, noch ein Stück. Ich denke, dass wir nur noch 27 Minuten haben. Ja. Ne, geht leider nicht mit der Sichtweite. Das ist blöd jetzt. Warte mal. Probier's mal aus.
hast einen Rucksack hinten drin. Bleibt's bei dir jetzt? Ja. Okay, dann geht's ja. Machen wir das halt eben so. Wir sind ja nicht so, ne? Oh ja, das ist viel besser. Okay. Gunner gibt es anscheinend nicht. Viele sind jetzt wirklich nicht. Will ich jetzt einen Zombie hinter mir laufen? Ja. Okay, wollen wir anfangen? Ja, von mir aus. Warte mal kurz. Wir stehen hier auf der freien Fläche, stehen wir hier. Ach nee, wirklich, da bin ich jetzt auch nicht drauf. Besser wäre doch, wir können von hier aus erschießen wir ein und weißt du was, dann rennen wir da oben, zu den, da wo der Wald da oben ist. Ja, ist okay, machen wir. So, okay. Hab ein. Er war nicht tot, ist glaube ich. Ja, du hast ihn erschossen. Ja. Den habe ich auch. Okay, lauf und sie schießen. Den habe ich auch. Ich glaube, ich habe drei habe ich erwischt. Wer da auch immer gebaut hat, du hast mich nicht gemerkt. Ja, wir müssen sogar noch prüfen, ob unser See alles in Ordnung ist. Ja, gut, aber wir haben ja noch ein paar andere Stellen, ne? In der Not. In Not können wir immer noch umbauen oder umweichen. Können wir immer noch woanders bauen, wo wir... Wir bauen dann um. Weil die Stelle auf dem letzten Server an dem Staudamm, so schlecht war die ja auch nicht, ne? Nö, eigentlich nicht. So. Versuchen gar nicht vorzukommen. So. Ja, ich gehe bloß zu die... Oh, jetzt habe ich gerade einen Leck gehabt. Ja. Oder ein FPS-Einfall. So, komm, bewegt euch noch alle noch mal ein bisschen. Geh nur hier zu die Bäume und dann geht's weiter. Am besten gleich hier zu dir hier. Ah, das ist schon wieder zu... Muss ich hier mal vorlaufen? Bleib stehen. Oh, ich muss jetzt zur Luft kommen. Ich weiß nicht, warum ich die nicht treffe, alter Vater. Du musst unten auf die Füße schießen. Wenn du 500 eingestellt hast und das sind 430 Meter, musst du so relativ unten bei den Füßen schießen. Rüber unten nicht mal angekommen. Ja, meiner ist weggerannt gerade. Hm, die snacken her. Oh. Jetzt aber. What the fuck, Alter, genau die habe ich auch in sich gehabt. Die wollte aber nicht sterben, ne? Ja, ja. Oh, zwei noch. Ah, jetzt rennt die wieder weg. Bleib doch mal stehen. Jupp. Alter, bleib stehen, Alter. Bleib stehen. Einer noch. Oha. Genau im richtigen Zeitraum ist der Wichser gelaufen. Ja. Ja, du hast... Nee. Aber ja, du hast, wollt aufstehen, hast den Rücken geschossen. Sicher, dass alles fahren? Ja, ne? Ja, denke ich mal. Ja gut, dann lass uns mal laufen. Ja, wir denken mal, dass diese roten, so ein bisschen anders aussehenden, du gehst hin, ich hol den Laster, ne? Die so ein bisschen, hier, ne, Karo-mäßig, dass die ein bisschen leichter sind wie diese anderen roten. Und noch so zur Info, die Zombies sind low. Ja, die Zombies. Nur was, wenn die uns eine kloppen, damit ihr da auch Bescheid wisst. Genau. Aber das ist jetzt ja nicht so schlimm. Ich sage ja, man muss kleine Kompromisse eingehen. Ne, wie er hier, der gerade rumhumpelt. So, haben wir einen Zombie auch noch erschossen. Ace wurde getötet. Was macht der denn? Wieso stirbt er so oft?
Weiß ich nicht, legt sich mit den einen Heli an, den wir mal hatten. Oh ja. Ja, haben wir leider nicht aufgenommen, ne? Am Anfang haben wir uns, also wir haben uns gar nicht großartig in Elektro oder so ausgerüstet. Wir sind gleich, haben dann ein Auto gefunden, ein LKW oder so, ne? Ja, also, ja, nee, doch. Ein LKW und, also einen alten LKW und du hattest so ein Golf. Genau, Golfi, genau, und dann Golf. Und, dann mein LKW, da bin ich aus Versehen gegen einen Stein, den ich nicht gesehen habe. Der fuhr dann nicht mehr, da kam, wollte mal zurückkommen mit dem Golf. Und dann kam auch immer ein Heli, hat auf ihn geschossen, die Scheibe rausgeschossen und so. Und ja, da hat der Heli uns die ganze Zeit beschossen. Und dann haben wir dann, wir hatten eine AK bei uns, glaube ich, oder eine SA war das. Ja, dann habe ich wohl den Heli ein paar Mal getroffen und dann ist er wohl abgestürzt. Weil er zu tief geflogen ist die ganze Zeit, dann hat er die Baumkronen mitgenommen. So. Ja, hast wir haben geschafft, ja. Ja, sehr leicht die Mission, finde ich schön. Aber zum Üben alle Male immer gut. Ja. So, was haben wir dann hier drin? Dann wird bei mir auf jeden Fall heute unter diesem Video stehen, Lernschießen. Schießen. Ja, ein paar Waffen. Ich habe es gar nicht getroffen. Auf jeden Fall schön DMR-Munition, 8 Mal. Die uns natürlich mehr bringen als alles andere. Ansonsten haben wir hier... Jetzt haben wir die restlichen Waffen und dann tun wir mal von den Leichen noch die Waffen. Ach. Shotgun, ja klar. Eine Shotgun will ich bestimmt nicht haben. Nee, Shotgun, die lass mal dann. Hier läuft gerade eine Bulldogge vorbei. Eine Bulldogge. Oh Gott, die kann man gut. So. Such mal die restlichen Leichen, so viele waren es ja eigentlich gar nicht. Halt die MP5, die brauchen wir auch nicht. Gibt ja gar nichts. Die hier noch und die hier noch. Dann die Splittergranaten noch, die 5. Auf jeden Fall. Und dann hätten wir hier unten noch, ja gut, das ist eine PDW, aber ohne Schalldämpfer, die ist scheiße. Genau, der Rest kann drin bleiben. Nicht. Ja, und ihr seht, wir haben natürlich auch schon Waffen verkauft und so, dass wir dann uns die LKW kaufen konnten und haben auch schon so ein bisschen Geld gemacht, wie ihr hier seht, ne? Und haben einmal eine Medi, ja, da bin ich einmal verreckt, war aber mein eigener Fehler bei der Mission. Da habe ich einfach, wurde es dunkel, also es wird hier irgendwann dunkel, ne? Also noch ist die Sonne da, es dauert noch eine ganze Weile. Ich glaube nach den Reset, der jetzt gleich kommt, dann wird es anfangen dunkel zu werden. Nee, dann noch nicht. Es dauert wie gesagt noch, wir haben ja gestern gespielt, 11:30, da wurde es langsam dunkel. Und mein jetzt nur, ja ist egal. Waren das alle Leichen? Also hier in der Umgebung sehe ich keine mehr. Ja, die habe ich alle schon durchstöbert. Mehr waren das nicht, ne? Waren ja wohl so ein paar. Gut. Dann hätten wir die. Dann muss ich jetzt erstmal trinken und laufen. Die hätten wir gemacht. Gucken wir mal. Also großartig Mission machen, oder? Ne, 18 Minuten ist auch nicht mehr viel. Nee, jetzt lohnt sich das nicht mehr. Also schon gar nicht hier so eine andere rote. Ich meine jetzt die wären leichter. Die nicht ganz rot ausgefüllt sind. Die mit dem Netz. Und diese hier, die sind ja wieder ein bisschen heftiger, ne? Dann fahr doch mal hinter uns zu dem Fragezeichen da. Vielleicht haben wir ja Glück. Fragezeichen? Achso, das da hinten. Hinter uns. Ja, das wäre sowieso auf dem Weg. Wir müssen vorziemlich zu der einen Trailer hinfahren. Oben auf dem Berg. Oh, jetzt muss ich wieder leiser machen. Das verstehe ich fast gar nicht. So, jetzt besser. Ja, gut, da war hier auf jeden Fall keiner. Aber was lässt er denn sein Auto da an der Tankstelle? Das sah aber so aus, ne, als ob er die Mission machen wollte. Aber vor uns hat jemand in den Chat geschrieben, du hast mich gar nicht gesehen, da wo du baust. Ich glaube, es ist die eine, die da unbedingt genau da an der Straße baut, wo ich durchgefahren bin. Ach, du meinst, da hat jetzt ein anderer noch, weil diese Pfeiler, die waren ja jetzt über der Straße, ne? Ja. Und gestern waren die aber nicht über der Straße.
Deswegen, also, na gut, wir haben aber ja kann man denn eigentlich eine Bloodpool da setzen, wo, also in der gleichen Meterzahl, wo ein anderer eine Bloodpool gesetzt hat? Ich glaube eigentlich nicht. Aber da war ein doppelter Ring, war das. Aber wie kannst du die nur ein bisschen außerhalb setzen? Also außerhalb, ja, geht ja nur außerhalb. Dann verstehe ich nicht, wie zwei Leute auf die gleiche Idee kommen, da, ich meine, die Stelle ist, das war doch hier gleich hinter dem Trailer, ne? Ja, da schreibt er, Ace fragt, wo wir sind. Ja, warte mal. Da musst du jetzt entscheiden. Geht alles jetzt auf der Kappe, was passiert. Mhm. So. Unterwegs? Was? Ja, na, was soll ich sonst sagen? Nee, das war doch hier irgendwo, wo die hier... Ach nee, das war da vorne, ne? Ne, es kommt erst noch, wo die gebaut haben. Aber mit so einem Fragezeichen müssen wir hier runter. Ja, genau. Irgendwie noch ein bisschen nach links dann. Einfach hier die Straße hochfahren. In 15 Minuten ist Reset. Oh. Na, jetzt ist es wieder ein bisschen zu leise, glaube ich. So, ich weiß auch nicht, ob das, wenn ich das auf meinen Ohren höre, ob das so auch so eine Aufnahme meist ist. Was sind wir hier jetzt? Um der Kurve noch. Ja. Einmal hier rum noch. Na, und das dann Dorf in der hier, Stadt, ne? In das Dorf. Ja, wieder das Dorf. Und da steht schon mal ein Jeep geradeaus. Aber ich glaube, Autos, hier ist die Mitte. Ja, schauen wir uns mal hier um kurz. Da hinten ist ein Bus. Guck mal, da hinten ist ein Bus, da können wir ja mal hinrennen. Ey, den können wir nachher verkaufen, du weißt, der bringt viel Kohle. Ach ja, ein Bus war ja, gab ja gut Geld. Hä, wo ist das? Der Dreckseingang von der Hütte? Hier gab's doch so. Hast du hier mal so eine Hütte, wo man nicht rein kann, oder was? Ne. So. Anzoomen. Hier sollen Kisten sein bei den Fragezeichen, verschieden. Es muss nicht sein, dass es genau ist. Es gibt mehrere Fragezeichen auf der Karte. Und an irgendein Fragezeichen ist eine Kiste mit Gold oder Waffen, was auch immer. Ja. Weil wir noch kein Heli haben, werden wir das... Irgendwann werden wir mal eine ganze Zeit, eine ganze Aufnahme wahrscheinlich alle Fragezeichen abfinden. Nur um zu wissen, genau, was so eine geile Kiste sind. Wollen wir da schnell noch nach Dings fahren? Den verkaufen schnell? Bringt mir, ich weiß nicht, ob du da noch... Kannst ja schon mal hinfahren. Ist doch nicht weit von hier, ne? Ja, ne, ist nicht weit von hier. Muss eigentlich nur die Straße runter. Ich wollte mich hier jetzt eigentlich noch nach umgucken, ob hier noch irgendwo im Haus oder sowas was drin ist. Moment, war das jetzt hier runter wieder, oder? Du musst wieder rund die Straße zurückfahren, bis du wieder auf die Straße stößt und dann einfach links abbiegen und dann immer die Straße mal geradeaus fahren. Stimmt. Boah, der kann ja mal gar keine Kurven hier. Hier fliegt ein Flugzeug. Ah, ich hör's. Das ist nicht Aces. Aber Ivan ist nicht auf dem Server, ne? Ja, aber wenn das nicht Aces ist. Das könnte er sein, ja, der sucht uns jetzt. What the fuck, ey? Weißt du echt, wo wir schon sind, oder wie? Oh, ich glaube, hier muss ich rüber. Na los, Bus, komm. Weiß nicht, ob der uns findet. Wer baut eigentlich bei Kleen eine Holzbasis? Wo ist denn Kleen? Na, da, wo ich jetzt hinfahre. Ach so. Das ist doch da, wo die beide sich überschnitten haben mit dem Bauen. Das könnte, ach so. Das könnte diese Natascha, oder wie heißt sie noch? Ja, ich schreib mal, keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Da unten fährt er, da unten fährt er, da sagt. Ja, hast mich gesehen, ne? Aber den Bus hast du leider verpasst. Ich muss durchgehen, warte auf mich.
Die 5 Sekunden hättest du auch warten können. Nein, ich habe einen strikten Zeitplan. Oh, Hund, lauf nicht auf die Straße. Nein, hey, Hund, lauf mir doch nicht im Bus rein. Ich war vorhin unter meinem Heli. Nice. Das Flugzeug fliegt hier immer noch seine Runden. Na, ich höre den immer so wie so eine Biene, Alter. Ja, ja. Was, das kann doch nicht sein, dass ich den scheiß Bus nicht einholen kann mit dem scheiß Last. Das kann ich aber. Ach, hier haben sie gebaut. Alter! Ja, was ist? Fliegt man ja voll über die Stäbe hier rüber, wenn man dich trifft auf der Straße. Ja, ja, ich weiß. Da bin ich ja vor uns auch so schlecht durchgekommen. Ein scheiß Sonntagsfahrer. Echt? Doch mit Doppelplotpol oder hat sie ihre um ein Stück versetzt? Nee, ich denke mal, da wird hat einer noch seine hingestellt. Aber es geht doch eigentlich gar nicht. Oh, Bus, jetzt mach hier, ne? Ja, ja, jetzt komm ich doch. Jetzt mach ich dich fertig. Oh, Bus, komm. Hier ist gleich wieder ein bisschen Sandweg. Komm, lass da, gib alles. Du mach dich fertig. Ich dränge dich vorher. Nein! Alter, hat mich ja einer beschossen? Hoffentlich. Ich habe gerade, na, ich habe keinen Schuss gehört, aber eine Scheibe klirren habe ich gehört. Das ist ein Bus von alleine. Alter, du bist jetzt nicht langsam. Naja, ist heftig jetzt hier. Wäre jetzt halt dumm, wenn hier jemand campt, Alter. Oh, die letzten Meter. Fahren wir in Innenaussicht, Innenansicht meine ich, nicht Aussicht. In der Aussicht, ja genau. Man darf kaum lenken, dann wird er gleich übelst langsam. Jawohl, Bussimulator. Und wir fahren 35, jo. Ich fahr den erstmal außerhalb der Trader-Zone, fahr ich den Laster, weil... Ich fahr, wie krieg ich den Bus denn da rein? Da musst du gucken, wie du den da reingeworfen hast. Dann muss ich wieder in die Außenansicht gehen. Oder du fährst hinten rum. Oh Gott, Schaf, geh aus dem Weg, Schaf! Oh. Ja, ich fahr hinten rum, hast recht. Ich hab Schafplatt gefahren. Das ist deine Schuld. So, die schließen wir jetzt erstmal ab. Bleib stehen, ja? Ja, ich habe scharf leider platt gefahren. Ja genau, dann gibt es kleine Tor. Wollen wir nicht fahren? Wir fahren außen rum. Oh, die Ziege. Ziege oh Gott, weg. Nein, Ziege. Ah, die ist noch schnell. Ja, schnell warte, ich versuche sie einzufangen, ey. Los, Ziege. Ja, yes. Nicht angucken. Nein, falsche Richtung. Da ist der Bus doch. Yeah. Ja, sie ist stehen geblieben. Sie läuft extra langsam. Oh, jetzt ist mein Kopf im Bus drin gewesen. Lol. Wer schießt da? Ach, da läuft einer. Boah, Alter, voll die Quetschdings hier. Ja, ja, Hauptsache. Aber das ging dann gerade auf einen Millimeter. Wer läuft denn da? Wer ist das? Ace! Er hat uns gefunden, ob es echt nicht war. Ja. Er hat schon Giddy Suit und alles, Alter. Der ist doch gerade erst angefangen. Ja, ist halt Ace, ne? Der. What the fuck, was ist das denn hier? Warum sehe ich hier tausendfach der Ace? Was? Warum sehe ich jetzt hier? Also hast du das an der Seite auch alles stehen? Nö. AGN, the player is track friendly, you have Ace and the player. 10 Gold gab's für. Ja, sag ich ja, bin cool. Wieso habe ich das jetzt tausendfach an der Seite? Ach, ich stehen? Auch, ja, habe ich auch. Ace? Wirklich? Müsstest du jetzt mal klären, Daniel. Ey, das hast du hier schon wieder rumgeschietet. Oder wieso steht jetzt hier so viel Mist hier an der Seite? Ne, tun wir mal einen Gefallen. Nicht schieten, nichts machen, ja, auf den Server. Okay? Ja,
Ja, wenn er das nicht tun würde, hätten wir es jetzt, glaube ich, nicht an der Seite stehen. Ja, na gut, ich muss hier eh einen Schnitt machen und ist ja gleich Reset-Start. Genau. Wir klären das mal kurz. Soll er natürlich hier nicht machen, ne? Und wieso verschwindet die Schrift nicht mehr? Weil er hier steht. Ach so. Er wird immer mehr. Ja. Na gut, dann sagen wir mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dizzy Epoch Generous, und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.